Hallo und herzlich willkommen zu Real Sleep Tower Games. Heute sleepen wir alle und wackeln mit der Kamera. Oh, Pizza, Spaghetti. Wir spielen in Super Mario Star Road. Mein Name ist Gonis. Yippie! Und meiner ist Johannes Brot. Yeah! Hallo, Johannes Brot. Hä? Wir sind ja in dem Waldlevel nicht weitergekommen. Und darum gehen wir jetzt einfach mal in das Eislevel zurück. Icy Shell Run. Ah, das kennen wir ja schon. Cool. Das fand ich ja mal ganz witzig, warum auch immer. Muss ich hier hoch? Ja, ja. Ne? Nee, ach so, da? Ja, da musst du hoch. Ja. Ja, genau da musst du hoch. Genau so. Ja, genau. Und du darfst natürlich dann später bei diesem... Bei dieser Joyride darfst du nicht das Eis berühren. Das ist, Wie ging das doch auch irgendwie anders? Hier muss man das machen. Guck, hier kann man das auch so machen. Ja, wahrscheinlich nur den kleinen. So. Toi. Nicht das Feuer berühren. Ja. Und springen. Das hat nicht so geklappt. Ja! Ja! Ich hab ihn eingesammelt! Ich sag noch und springen, ne? Ich hab's noch gesagt. Ja, woher wusstest du das? Ich wusste das gar nicht mehr. Ich wusste es auch nicht mehr. Es war aber einfach klar, dass da Feuer war und dass man dann springt. Ja, muss man nicht das Feuer wissen? Man geht in die falsche Richtung? Können Sie bitte nicht so aggressiv sein? Danke. Hä? Die Wand runterlaufen. Ja, ja, dann ist halt da unten. Plattform hat er sich gesucht. Ne? Leben und leben lassen. Der Röhr rutscht weg! Oh. Hey, ich wohne hier. Hey, ich wohne hier. Alter, ist das einfach. Oh, guck mal, da kann man noch weiter. Ne, kann man nicht das Ende. Ja, das war schwer. Also, hörst du klatschen, raus hier. Here we go! Kommt rein und klatscht. Das war der Icy Shell Ride. Was ist? So, und jetzt kommt was Besonderes. Jetzt gehen wir nämlich aus diesem neuen Bereich raus. Oh, ich fand das hier so schnucklig. Ja, aber vor allem die Musik. Ja. Und gehen jetzt in den Gloomy Garden, wenn du noch weißt, wo der war. Ne? Ich glaube hier. Übrigens brauchen wir nur noch 2 Sterne, dann kriegen wir schon wieder neue Level. War der hier? Nein, da war doch das Endgegner-Level. Ach ja. Immer wenn so ein schwarzer Raum ist, ist der Endgegner. Oh nee, das ist Atlantis Aquaria. Auch nicht, aber so war der echte Name. Ja, Level. Genau. Ja, weil jetzt werden wir den Wald nie mehr machen, weil wir nicht weiterkommen. Wir können ja auch noch rote Münzen da sammeln, aber da muss man auch auf den Baum. Ja, irgendwann mache ich das auch nochmal. Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst. The Lone Tree, ach scheiße, haben wir doch schon. Hä, was war da so schwer? Wir wussten nicht, wo der Lone Tree ist. Doch! Natürlich wussten wir das. Ja, die sind ja gar nicht böse, haben wir ja letztes Mal rausgefunden. Hallo. Brr, this place gives me the creeps, Mario. I don't really fancy hanging around this. This goes much longer. It's a shame the Vanish Cap Switch is in this place. There's no telling where those mischievous ghosts could have hit it. Der ist nicht in einem extra Level, sondern hier. Alter, dann müssen wir das machen. Hey, guck mal, komm mal wieder zurück. Oh, man kann sich über die Schulter gucken. Da kann man so hoch. Ja, aber da war nichts. Ach so. Ja, das fühlt sich sehr in den Leben. Hat man doch auch schon, man hat ja doch schon mal so einen Schalter gesehen, aber das war was anderes, ne? Ja, ich glaube, das war was anderes. Das war so ein normaler Schalter, nicht dieser. Wie sehen die denn nochmal aus? Den braucht man hier bestimmt auch. Ja, sonst geht's erst, dann geht's erst weiter. Der Lone Tree war doch da hinten, hinter den Donuts. Ja, aber jetzt bin ich gerade viel heißer auf diesen. Ja, aber vielleicht, man weiß ja nicht, wo das ist. Nee, ne? Obwohl, da links waren wir noch nie, oder? Naja, nur da irgendwie. Da waren wir auch noch nicht. Da steht ja auch irgendjemand Wache. Wollen wir da einfach mal lang? Ja. Einfach mal. Machen wir einfach mal. Einfach mal. Hier stirbst du auch jedes Mal, darum sind wir hier hingegangen. Wahoo! Gut, dass wir dir mal angesprochen haben, den guten alten Freund. Ja, wenn man erstmal weiß, dass das Freunde sind. Ach, da wollte ich hin, ne? Scheiße. Egal, das ist doch auch schön.
Ja, hier waren wir, glaube ich, schon mal. Ja, aber da oben hoch, da waren wir noch nicht da. Da, doch. Da hatten wir doch sogar schon einen Stern. Was soll denn, was soll denn da die Aufgabe gewesen sein? Da irgendwo so hoch. Hä? Achso, da ich oben. Sogar, das wäre ein Video. Ja, und was war da dann? Ein Stern. Nein, das stimmt nicht. Das hast du dir ausgedacht. Doch, da ist. Da, guck. Da ist der graue Stern. Ah, ja, das stimmt, den hatten wir schon. Da geht's, glaube ich, auch einfach zu diesem. Da hinten, ne? Da wär's einfach zu dem Schloss gegangen, wo wir nie hingekommen sind, oder? Ja. Oh Gott. Hä, wo soll denn hier der Schalter sein? Das verrät ich mich jetzt. Vielleicht da drin? Vielleicht kommt man ja noch irgendwo rein. Ist da am Boden. Ach, beim Launch Free muss man, glaube ich, doch einfach nur auf die Plattform springen, ne? Oder was ist so dumm für? Ja. Das kann sein. Aber wir waren ja irgendwie überall. Ich weiß nicht, woher noch so ein Schalter sein soll. Aber musste man nicht irgendwie mit Bäumen da hoch? Da. Da ist auch dann der Launch Free. Guck da auf der Stirn. Ah. Das haben wir noch nicht oft versucht, also eigentlich können wir das nochmal. Ja, das ist auch mies, mies Jump and Run mäßig, du. Ja. Aber ich hasse ja Jump'n'Runs, darum spiele ich auch Mario. Ja. Aber kannst du bitte nicht in Ruhe lassen, ich muss mich konzentrieren. Danke. Ey, das ist einfach so eine optische Täuschung, hör mal. Mama? Mama? Ich bin jetzt Mama. Ich bin dein Onkel. Ja, dann sieht sich sie jetzt. Ja, das können wir echt nicht mehr bringen. Ja. Ja, versuch das. Was machst du? Ich hier lum. Lum? Das geht ja wohl schneller. Ja, aber gefährlicher. Weißt du, wie oft ich hier schon gestorben bin? Weißt du das? Warst du dabei? Nein. Das war gar nichts. Stimmt da unten in der Röhre, die man da links sieht. Röhren? Da waren wir, glaube ich, schon mal irgendwo. Da war da doch so nichts. Da waren wir auf dem Teil drauf, ne? Da war nichts? Nein, das war in dem Grabstein. Ach ja. Irgendwie diese Röhre, die... Hä? Ich hab einen Weitsprung gemacht, du Arschloch. Ich bin Mario. Max aus dem Schoß der Kurchose. Mama mia! Das ging furchtbar in die Hose. Wie soll man denn da hinkommen? Huisi Muisi. Vor allem, was würde einem das hier bringen, unsichtbar zu sein? Oder ist das Metall? Das Metall. Weiß man gar nicht, was das ist, ne? Grün ist Metall, aber vielleicht hat das hier ist ja auch ein was ganz anderes. Ein was ganz anderes. Oh Gott, das ist ja alles scheiße. Boah, jetzt weiß ich, warum wir das nicht gemacht haben. Das hast du aber schon mal geschafft. Ich weiß nur nicht mehr wie. Hä? Ganz komisch. Oh Gott. Wir machen das einfach, bis du Game Over bist und dann gehen wir woanders hin. Ja, ne? Also noch einmal. Schaffst du jetzt bestimmt. Wer weiß. Letztes Mal habe ich doch auch dieses letzte Bowser-Level oder wie man das nennen soll. Mit einem Leben dann am Ende gemacht. Boah, direkt drauf. Direkt drauf. Das immer manchmal. Kann ich ja doch nichts für. Darf mich zu beschuldigen, da kann ich doch nichts für. Oh Gott. Alter! Klebepistole. Warum? Klebepistole? Ja. So, und da? Ganz, da bist du... Ein Weitsprung, aber den habe ich irgendwie so abgebrochen. Ja, der war zu unweit. Also du musst weiter springen, als man denkt. Ja. Rutschi. Mann, wir waren so gut. Din, kommt jetzt als nächstes, glaube ich, dieses din. Korallenriff, ne? Ja. Huh? Verzeihen Sie mir. Aber das ist noch schaffbar mit dem Geist, sondern... Super Mario im Gegensatz Staro! Zu dem Baum. Oh, 28. Super Mario haben wir nicht bei 30 auch schon wieder was Neues? Willst du mich verarschen? Hm? Hast du gerade nicht gesagt. Was, warum? Wieso? So, hier bitte einspielen, wie ich sage, ey, bei 30 können wir schon wieder neue Level und du sagst ja. Oh Mann. Schnick, schnack. Ist das das? Schnick, schnack. Nein. Das ist hier hinten, ne?
Du musst genau reinspringen. Ja. Jetzt hab ich den noch, oder? Precision Swimming. Okay, wir müssen jetzt ganz... Was heißt denn Precision? Präzisiös schwimmen. Präzise. Also irgendwas... Vielleicht ja hier oder in diesem... Naja, eigentlich ist da unten. Ja, aber da waren wir schon in beiden Richtungen. Hier war aber auch schon die Bootfahrt. Wie soll man denn präzise hinschwimmen? Ja, ich schwimme doch gerade präzise. Heißt das das überhaupt? Das ganz weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Das ist wunderschön. Precious. Precious little one. Stand da Precious? Ja, Precious. Nein, oder? Weiß ich nicht. Ich schneide nicht raus, wenn das ist. Der fliegt hiermit auch. Präzise schwimmen. Ja, und neben. Und nicht jedes Mal sagen, dass das nicht geht. Wir schwimmen. Da oben geht er ja weg. Ne? Ach so. Ja, was bringt der denn dann? Nix. Ja, dann gehen wir einfach nur nach oben. Der geht einfach so auf manche. Naja. Wie muss man, vielleicht muss man damit ja zurückschwimmen und irgendwas machen. Das funktioniert überhaupt nicht. Na, guck, da gibt's die auch. Und grün ist Metall, dann würden wir da unten rumlaufen. Dann könnten wir auf dem Wasser laufen. Unterm Wasser laufen. Das wäre aber nicht präzise schwimmen. Ja. Sollen wir hier schon mal mitlaufen? Ach ja. Was ist das nochmal? Haben wir das schon gemacht? Nee. Das müssen wir irgendwie öffnen. Grün, grün, lila, lila, orange, orange. Das müssen wir irgendwie öffnen, das sieht immer aus. Das ist aber in der Mitte so gespalten. Ah, weil der ist irgendwie anders hingekriegt. Ja, okay, gut. Dabei sind doch bestimmt diese Säulen. Aber hier hinten haben wir doch nichts gemacht, außer uns wegzuballern. Ja, was anderes kann man ja nicht machen. Doch, man kann hier hochlaufen. Guck, hier kann man zum Beispiel einfach lang. Und dann hier hinspringen. Ja. Und dann hier hinspringen. Oh, und dann ist ach, da. Das haben wir schon ach, der hat die aufgemacht. Ah. Ja, ja, da unten geht's nochmal an dieses Korallenriff um. Aber da müssen wir jetzt auch nochmal hinschwimmen. Ja, ne? Vielleicht gibt's hier noch mehr. Weil wir müssen ja schwimmen. Ja. Schwimmen können wir ja auf Englisch. Ja, aber frisches Schwimmen heißt, wir sollen schön schwimmen, oder was? Schwimmen, immer schön schwimmen. Einfach schön, schön. Große Münzen können wir auch noch sammeln. Ey, vielleicht meint ihr das ja damit. Irgendeine Röhre davon kann man rein. Und vielleicht kann man sich in diesen Wirbel reinwirbeln lassen. Ja. Müssen wir dann nicht mal aus dem Level raus? Ja, was? Ist man da nicht immer aus dem Level raus? Dann können wir ja nochmal hier in den ersten Bereich gucken. Also in dem Level, meine ich. Ja. Nee, guck, in die Röhre kann man... Das heißt auch Präzise. Ja. Ja, aber hier ist irgendwie nichts. Da hinten? Ja, da musst du an dem Rand, da darfst du nicht an den Rand und musst darum ganz präzise schwimmen. Okay, wenn du das sagst. Weil du darfst da nicht runterfallen. Das wäre ein ganz komischer Stern. Das könnte echt sein. So. Oh Mann! Nee, unsichtbare Wand. Macht der das? Hä? Darum macht er das. Schön. Ja, nicht sehr. Hier ist nix. Das sag ich dir. Ja, hier waren wir ja auch schon überall auf dem Wasser. Und hätten wir das dann ja gesehen. Ja. Ja, aber was machen wir dann? Ja, doch nochmal dahin. Dieses Rätsel lösen. Vielleicht geht's ja. Genau! Die umfallenden Steine vielleicht in der richtigen Reihenfolge umfallen lassen. Ja, aber das ist ja schwer, weil da muss er zu dieser Karte kommen, ohne dass sie umfallen. Und außerdem ist ja keine Reihenfolge, das sind Farben. Ja. Zwischen den Orangen ist ein Kreuz. Vielleicht muss man immer die beiden gleichzeitig runterfallen lassen. Nein, immer Kreuz. Wo könnte man hier den Panzer benutzen? Auch nirgends. Fisch zu töten. Ach, seit wann datten? Ja, wir waren ja, wir müssen noch weiter über diesen Röhren gehen. Und sich einmal im Kreis drehen. Ja, mal ein bisschen gucken, ne? Oh, wenn der kaputt geht. Ich glaube, der geht hier gar nicht kaputt.
hin hier, ne? Nee. Doch. Hm. Das sind auch nur viel zu wenig. 1, 2, 3, 4, 5. Das ergibt keinen Sinn, Johannesbrot. Ja, dann muss man irgendwas damit machen. Und dafür müssen wir erst im Geisterlevel. Oder? Ich bin gerutscht. Da ist ja auch das X, es geht vielleicht. Das sind nur Anhaltspunkte, diese farbigen Dinger. Und da bei dem X. Zwischen den Orangen. Vielleicht Korallen. Ja, grüne Korallen, orange Korallen. Vielleicht geht es ja auch um dieses, das Level, wo in einer Koralle war doch irgendwie ein Stern. Das war hier. Okay, zwischen zwei Orangen. Und da müssen noch rote und grüne. Lilane. Lilane. Das war hier unten, ne? Wo ich eben super schlau gestorben bin. Super schlau. Super schlau, super schlau. Johannesbrot ist super schlau. Ich bin ein Superbrot. Ist gerade irgendjemand gestorben? Oh, jetzt ist gerade irgendjemand gestorben. Hast du es nicht abgehört? Orange. Ach, bei X-Faktor. Blau. Ja. Aber wo ist die zweite Orange? Guck mal, hier geht's ja noch in ganz viele Richtungen. Aber das war dieses Labyrinth, oder? Was ist das? Da! Was ist das denn? Wieso haben wir das noch nie gesehen? Nö. Das ist so ein sternförmiges Loch und das muss man präzise durchschwimmen, Alter. Oh. Das ist aber Flaps-Dings. Oh, da scheint der rote Müssenstern. Ey, ist das jetzt hier dasselbe mit den Truhen? Nee. Bei mir ist das nicht. Hier, toll. Super, klasse, super. Aber wenn wir sie gleich in dem Korallenriff auch nicht finden, können wir einfach rote Müssen sammeln. Ja, und dann finden wir die letzte nicht, weil die da ist, wo wir... Die sind ja alle hier. Orange, blau. Hä? Da ist ein Loch und es geht da unten lang. Und da oben überall lang. Wo ging's denn? Wo sind wir denn ins Labyrinth? Unten rein, glaube ich. Also müssen wir jetzt mal durch die Löcher. Da oben ist auch noch irgendwas, oder? Hoffentlich ist hier meine Münze. Ach, die schwimmt man nur von einem ins andere. Und jetzt nur eine rote Münze. Aber cool. Coole Idee. Also hier gibt's nicht genug Korallen. Also da drüber ist eine. Das ist ja mega kacke. War nicht hier eben noch irgendwas? Oder war das noch... Nein. Was? Soll ich jetzt hier runter? Ja. Hallo. Das ging mir zu langsam. Da werde ich ruppig. Hier sind die auch die ganzen Korallen. Rot. Ich weiß nicht, lila halt. Ja, ich weiß nur noch, dass es zwischen zwei Orangen ist. Lol. Grün gab's gar nicht, oder? Nee, ist hier aber nicht. Oder was ist denn, wenn man jetzt wieder auftaucht? Nix. Ah ja. Und dann war der Stern. Rote Münzen. Komischen Dinger hier. Da drin ist der Stern. Vielleicht ist es ja die Aufgabe, das präzise Schwimmen und die roten Münzen zu sammeln. Ja, steht in jedem roten Münzenlevel steht immer sammle 8 rote Münzen. Vielleicht nicht bei Super Mario Star Road. Darum heißt es ja auch Rot. Star Road. Waren wir hier schon mal drin? Hä? Da muss man präzise springen. Aber da ist ein... Ich schwimme trotzdem mal hin. Ja, da geht's noch nach rechts. Da ist der Stern. Das ist auf jeden Fall präzise springen. Gut, dass wir wieder hingeschwommen sind. Das findet man nur auf dem Rückweg. Ja, warum? Ja, weiß ich auch nicht. Jacke. Alter, ich schaff das nicht von der Luft her. Aus Jacks werden ja Jacken gemacht, ne? Weiß nicht. Ach so. Ja. Gott, und hier ist nirgendwo Luftkriege. Und hier geht's nach links und... Achso. Ja. Wenn du jetzt noch stirbst, lach ich wie ein Apfel. Halt die Fresse. Ja, sag doch nicht. Präzise geschwommen! Oh Gott sei Dank, mal wieder was geschafft hier. Ja. Precision Swimming. Safe and continue, don't save. Das ist immer dieses Al Capella-Ding, ne? Sexy.
Das Gitarrensolo!